Und ich bin mir sicher, das Paar, das jetzt kommt, wird sehr gerne wissen wollen, wo sie sich denn da in dieser Tabelle einordnen werden. Es ist Paar 06, Nina Kraft und Stefan Herzog. Well, my friends, the time has come. Ja, letzten Freitag bin ich wirklich mit gemischten Gefühlen aus dieser Sendung rausgegangen. Zum einen positiv, die Stimmung war unglaublich. Die Energie in diesem Ballroom. Auf der anderen Seite ist es mir leider nicht gelungen, dass ich die ganze Jury überzeugt. Tatsache ist, dass basic technisch sehr viele Fehler noch vorhanden sind. Wir haben den Ernst der Lage jetzt begriffen. Das war uns vielleicht auch eine Lehre. Sind sofort an die Fußarbeit gegangen, ganz intensiv. Okay. Nice. I turn to you. Nein, ich zieh mal meine Schuhe an. Mein Lieblingswort war nochmals. Und nochmal? Nochmal. Probier nochmal. Und nochmal. Das hat die Nina dann, glaube ich, schon ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Habe ich genug gelitten? Diese Woche geht es um eine Frau, bei der nicht alles happy baby ist. Und diese Frau könnte ich selbst auch sein. Ich bin eine leidende Frau. Und traurig. Traurig und traurig, leidend. Traurig, leidend. Ich bin eine traurige, leidende Frau. Mhm. Jetzt. Ich wünsche mir von diesem Tanz, dass ich das wirklich umsetzen kann, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist gute Technik. So, drei, ja, viel Emotion. Und dass der Funke nicht nur aufs Publikum überspringt, sondern auch auf die Jury. Dann drück mal die Daumen. Hier ist Paar 06 mit einem langsamen Walzer. Hier sind Nina Kraft und Stefan Herzog. Nina und Stefan. Ja, nach Jive, Tango und Samba scheint es, es ist der erste Tanz, an dem du nicht komplett außer Atem bei mir ankommst. Naja, hörst du mich? Oh, also es war tatsächlich der erste Tanz, wo es nicht schnelle Füße, schnelle Arme in alle Richtungen geben hat müssen. Der Stefan hat mich da ein bisschen runterholen müssen, weil wer wieder wie Speedy Gonzales ins erste Training gegangen. Kann man mal einatmen, ausatmen. Aber ich habe eine Frau gesehen, die hast du sehr gerührt. Deine Mama ist da, oder? Wirklich, ja. Die hatte Tränen in den Augen. Das habe ich von hier drüben schon sehen können. Die ist auf jeden Fall sehr stolz. Zu Recht. Ma. Und dafür nur ganz kurz, Monika Ballwein, du bist unglaublich, wie du das gesungen hast. Vielen, vielen Dank. Boah, ich hab so eine Gänsehaut, ehrlich. Ich finde, diese gesamten Musiker und Musikerinnen da hinter uns sind ein Wahnsinn. So, mit welchen Gefühlen trittst du jetzt der Jury gegenüber?
Also glaubst ich habe ja auch bei den letzten Malen gute Gefühle gehabt, wie ich da gestanden bin und dann hat der Boller schon angefangen. Na schauen wir mal, was kommt. Carina. Ja. Wow. Also ich dachte mir immer, nicht umsonst heißen sie Nina Kraft, weil sie so viel Kraft haben und so viel Power und einfach so sich durchsetzen überall. Und ich dachte mir, wie ich erfahren habe, dass sie langsamen Walzer tanzen, ich dachte, wird sie diese Kraft loslassen können und wird sie eine elegante Dame sein können? Und jetzt habe ich das gesehen. Es war wunderschön. Es war eine lautlose Ruhe und so viel Gelassenheit und Schönheit dabei. Natürlich gab es technische noch Möglichkeiten, sich ein bisschen zu verbessern. Es gibt immer Luft nach oben, das wissen Sie. Perfektion erreicht man nie. Aber es war ein perfekter Moment. Eine lautlose Ruhe. Bolasch, ein perfekter Moment? Fast. Was meinst du, Nina? War das ein perfekter Moment oder nur eine halbperfekte oder eine durchschnittliche Moment? Drei Viertel. Perfektion werden wir wahrscheinlich in dieser Staffel nicht erreichen, vor allem dann, weil man aber von null beginnt. Niemand. Aber das Wichtigste für mich ist, ich möchte immer eine Folge später besser sein wie in der letzten. Und jetzt darfst du entscheiden, ob mir das gelungen ist. So, du traust mir den Ball zurückzuspielen, um es zu entscheiden, ob es diesmal besser war oder besser war als letzte Woche. Auf jeden Fall. Es ist aber nicht wirklich richtig gewagt von dir, weil dieser Ball hast nur zugespielt, weil du selber weißt, dass es besser war. Es war besser. Maria. Also was mir bei dir irrsinnig gut gefällt, Nina, ist, dass du schön langsam deine Gefühle so richtig zeigst. Ja, und das ist was einem, glaube ich, sehr schwerfällt und was gerade beim Tanzen was einen sehr fordert, dass man nicht nur die Schritte lernt, dass man nicht nur die Haltung lernt, sondern dass man so zulässt, dass man sich selbst öffnet und die Gefühle zeigt. Ja. Und da steht eine sehr mutige Frau. Du hast das jetzt wirklich sehr schön mit allen Facetten, also auch die traurige Nina, dann die herzliche Nina aufs Parkett gebracht. Minimal brauche ich noch ein entspannteres Heben und Senken. Das war mir teilweise nur ein bisschen zu hart, aber im Großen und Ganzen der zwei war das eine fulminante Show. Oh, da können wir uns doch auf die Punkte freuen, oder? Ja. Nina, Stefan, danke schön. Danke schön, danke Miriam. Ja, also die Jury ist voller Lob. Das ist besser, sagt der Bollasch. Na, falls Sie zu Hause das so unterschreiben würden, dann einfach anrufen für Nina und Stefan. 09010 59 09 06. Schau, wie du da schwebst. Jetzt bist du voll angekommen in der Show. Jetzt bist du voll drin. Jetzt bin ich voll da. Ja. Norbert, jetzt stoßen wir an. Ja, ich habe nicht da Wasser. Nicht was da, schau mal, das ist doch für dich. Prost. Herzlich willkommen bei Dancing Stars, Nina. Ja. Gut, jetzt hast du auch die vierte Show schon. Träumst du inzwischen schon von Dancing Stars? Oh, die Sendung ist einfach aktuell mein Leben. Es verfolgt mich bis in die Träume. Zwar noch nicht der Ballasch. Ich würde fast sagen, ich glaube, das sparen wir aus. Das wäre doch ein Traumtyp, oder? Nein, ehrlich, jetzt, ich träume ständig davon, dass ich die Sendung verpasse, dass ich zu spät komme und dann wache ich auf in der Nacht. Ist es schon 20.15 Uhr, muss ich irgendwo hin. Und ich träume davon, dass die Jury irgendwelche Symbole auf den Bewertungstafeln hat. Naja, die kann ich ja nicht entziffern. Also, ist ja schrecklich. Ich bin so froh, dass der Stefan auch Psychologie studiert hat, weil wir brauchen bald Therapiesitzungen, wirklich. Definitiv. Und da machst du Doktorarbeit, glaube ich mit der Nina gerade. Wobei, ich habe auch so einen schlimmen Albtraum immer wieder. Ja, da kommt immer wieder, dass ich nämlich die Mathematik-Matura noch einmal machen muss. Auch das habe ich. Du auch? Ja, auch das habe ich. Auch das verfolgt mich. Ich glaube, haben wir einen gemeinsamen Traum, wir zwei? Ja, steht ja vor. Wir träumen nicht voneinander, aber wir träumen das selber. Ist das nicht herrlich? Ja. Jetzt habe ich gerade erfahren, auch deine Mama ist da. Also Mama Nina und Mama Stefan. Und die unterstützt euch auch voll in der Staffel, gell? Gitti und Andrea, die beiden sind unser Newsletter. Wie funktioniert das, Stefan? In der Früh kriegen wir immer die Nachrichten. Ja, die beiden schneiden jeden Zeitungsschnipsel aus und sie tauschen sich auch schon mittlerweile auf Social Media aus.
die geben sich gegenseitig die neuesten Infos, also die sind voll dabei, die Mütter. Na, ja. Wir wären nichts ohne unsere Mamas, ehrlich. Ja, vor allem wärt ihr nicht da. Jetzt haben wir sie gerade gesehen, also mich wundert nichts mehr bei den Genen, ja, dass ihr so hübsch geworden seid. Ja, dann wünsche ich euch, dass sie morgen einen Schnipsel aus der Zeitung raus mit der Schlagzeile Herzkraft knacken 30 Punkte. Das wäre was, oder? Bitteschön. Druck, Jury, Druck. Na, schauen wir, wie viel es werden, Carina. Ich bin von Ihrer Verwandlung einfach begeistert. Nina, Stefan, freuen Sie sich auf ein verdientes 9. Kollasch. Ich möchte nicht, dass du allzu viel Zeit beim Psychiater verbringst. Verbring deine Zeit lieber bei der Tanzstunde. Daher kriegst du von mir 8 Punkte. Wow. Maria. Viel besser als letzte Woche, aber ich weiß, in der Nina steckt noch mehr. 8. Das ist der persönliche Rekord, 25 Punkte. Da bleibt sogar mir der Mund offen. Unser neues Dreamteam. Nina und Stefan. Danke, Norbert. Ja, ich kann nichts dafür. Das war schon ihr alleine. Gratulation euch Vielen beiden. Vielen Dank. Baba.